So, das können wir einfach mal so stehen lassen. Die Brücke ist einfach absurd. Wenn man einen hohen Spawn-Multiplikator hat, dann ist es absurd. Jetzt gehen wir mal durch Ägypten durch. Weil ich nicht weiß, in welche Kämpfe ich gehen muss, also in welche Stufe ich gehen muss, um das zu erleben, was wir erleben wollen. Denn wir wollen in die Lava-Höhlen gehen. Diese 90er-Kämpfe mit den Legionären da und mit den Centurios, die werden wahrscheinlich recht interessant sein. Aber auch da gibt es ja so ein Limit, dass man irgendwie 50 oder 60 Centurios besiegt oder vielleicht auch nur 30 und dann kommen der Rest Legionäre. Das heißt, da gibt es auch wieder erstmal so ein Limit, was man erst einmal überschreiten muss. Das heißt, da werden nicht gleichzeitig 90 spawnen, sondern vielleicht nur 30, 40 und dann die restlichen 50 oder so. Irgendwie sowas. Aber hier gibt es so ein Limit nicht. Hier werden einfach alle 70 gleichzeitig gespawnt, die ja normalerweise hingehören. Hier muss man niemanden besiegen, bis die letzten kommen. Das heißt, vom ersten besiegten Römer an sieht man, dass die Masse immer kleiner wird. Und das ist irgendwie etwas, was ich cool finde. Und ich finde es schade, dass es beim Tausenderkampf nicht richtig funktioniert. Da muss es irgendeine Art von Spawnverhalten geben, die ich nicht kenne innerhalb des Kampfes, die einfach dafür sorgt, dass man da nicht weiterkommt. Dass irgendwie etwas verhakt. Vielleicht müsste ich da einen zehnfachen Multiplikator machen oder so und dann würde das hinhauen. Das lässt sich jetzt unmöglich sagen. Müsste man einfach ausprobieren. So, hier... Das könnte auch interessant werden. Hier gibt es, glaube ich, auch keine Limitierung in einem 400er-Kampf, bei dem jeder überrascht war, dass es ein 400er ist. Aber es ist ein 400er. Ich habe extra im alten Video nachgeguckt. Alter! Jeder von euch war irgendwie genauso wie ich der Meinung, dass es kein 400er ist. Aber ich habe nachgeguckt. Es ist garantiert ein 400er. Ich habe mein originales 10 Jahre altes Video geguckt und es ist ein 400er. Ich wollte eigentlich zum Taubertrank, aber war nicht. Nix da. Der wollte mich nicht zum Zaubertrank lassen. Deshalb wollen wir mal gucken, dass wir... Ich meine, ich hoffe, der spawnt überhaupt noch. Obwohl, man musste es ja nicht freischalten. Den gab es ja immer. So, Zaubertrank. 400... Alter, wie viele da auf einem Haufen waren eben? Da standen irgendwie wieder 20 auf einem einzigen Blockspace. Alter! Meine Fresse. Das ist natürlich im normalen Kampf wäre das überhaupt nicht zu schaffen. Weil die Gladiatorenkämpfer viel zu hohe Reichweite haben. Da könnte man absolut nichts machen. So, mit Zaubertrank kann man ja auch diesen Kreisangriff machen und damit werden auch Gegner besiegt. Aber es funktioniert leider nie so gut, wie ich mir das wünschen würde. Schade, schade. Ja, also keine Chance. Keine Chance, hier irgendwas normal zu machen. Jetzt hat es sich ein bisschen gelichtet. Ist natürlich immer die Frage, wann merkt man, dass es sich lichtet? Erst sind 400 Römer gleichzeitig am Leben und man merkt erst, dass es sich lichtet, wenn es nur noch 100 sind oder so. Wirklich augenscheinlich macht es zwischen 2, 3 und 400 wahrscheinlich kaum einen Unterschied. Aber jetzt merkt man, dass wir zumindest ein Loch reingerissen haben in die Menge der Gegner, in die Masse. Und jetzt kann man eben so langsam ein bisschen Herr werden. Ich meine, das ist immer noch krass. Aber, ja, cool. Das gefällt mir ziemlich gut. Das ist etwas, was ich mir unter einem schweren Modus vorgestellt hätte. Nicht unbedingt mehr Gegner, sondern einfach nur die gleichen Gegner auf eine intelligentere und gefährlichere Art und Weise spawnen. Nämlich alle gleichzeitig. Das ist ja etwas, was ich relativ zu Beginn schon sagte, wenn man den Randomizer modifizieren würde, um einfach nur alle Gegner gleichzeitig zu spawnen. Und das würde das extrem schwer machen, obwohl es gar nicht mehr Gegner sind. Sie sind einfach nur alle gleichzeitig da. Und das macht einen großen, großen Unterschied, wie wir gerade sehen. Ich habe gerade überlegt, wir werden auch nochmal nach Rom zurückkehren und den Tausenderkampf mit dem Tornado abschließen und ihn praktisch überspringen und uns dann mal die anderen angucken. Den 200er, den 300er, den 400er, den ich, glaube ich, fälschlicherweise auch mit 200 angegeben habe im Video, wo ich mehrmals darauf hingewiesen wurde. Ziemlich aggressiv teilweise, also ja, ich hab's mitgekriegt. Ja, war ein Fehler, davon geht die Welt nicht unter. Aber dahin sollten wir nochmal zurückgehen. Das mit den Schildkröten, die da sind, könnte noch ein Problem sein. Dafür gibt es ja ein
Obwohl, für die Schildkröten gibt es normalerweise... Nee, die Schildkröten spawnen erst, wenn einer besiegt ist. Erst wenn eine besiegt wird, spawnt die nächste. Ich glaube, die können nicht gleichzeitig spawnen. Aber da haben wir es wahrscheinlich einfacher, die Arena zu füllen, wenn die Schildkröten weg sind, damit man nicht so viel hin und her laufen muss. Und ich hoffe, der erste 200er nach dem 1000er in Rom ist jetzt praktisch repariert und spawnt die Gegner schön akkurat. Das hier ist, glaube ich, auch ein seltsamer Kampf, wo wir hier nur diese 3-4 Gegner haben oder so und den Rest haben wir nur Legionäre, oder? Ja, es kommen ein paar mehr, als ich dachte, aber jetzt nicht dramatisch. Und dann waren hier oben irgendwie 20 Legionäre oder so. Ist das ein seltsamer Kampf? Mal gucken, wie viele jetzt kommen. Oh ja, schon ein paar. Aber ihr seht, wenn man hier 3, 4, 5 oder so mit einem Schlag angreifen kann, großartig, da kommen wir perfekt durch. Das ist halt nur bei den größeren Gegnern das Problem, dass man sie nicht schnell genug besiegt bekommt, um zu denen durchzukommen, bevor die dich angreifen können. Oder man nicht schnell genug das Schild wegkriegt oder sowas in der Art. Das ist dann natürlich immer noch ein Problem. Aber so kommt man sogar relativ schnell durch. Ich meine, wir machen jetzt jeden Kampf. Ich verzichte darauf, die Kisten kaputt zu machen, weil es nicht nötig ist. Ah, komm. Den erledigen wir auch noch, sonst heult irgendeiner in den Kommentaren. Das war nicht der ganze Kampf. aber es ist so für sich genommen, geht es doch erheblich schneller als im normalen Spiel. Ich meine, ich verliere ja nicht mal den Combo. Gut. Dahingehend könnte ich auch noch was eine Anekdote erzählen, als ich mal Griechenland gespielt habe und von einem Kampf in den nächsten gerannt bin. Praktisch genauso gemacht habe, wie ich es jetzt hier in Ägypten mache. Und ich habe kolossal aufs Maul gekriegt. Weil ich zwischen den Kämpfen mir gar nicht die Zeit genommen habe, um doch Gesundheit einzusammeln. Um mich auf den nächsten Kampf vorzubereiten. Was man natürlich machen sollte. Ansonsten geht man in den nächsten Kampf und hat nur noch ein halbes Schild übrig oder sowas. Und dann kriegt man kolossal aufs Maul. Was natürlich nicht so wünschenswert ist. Oh, jetzt kommt wieder mehr. Komisch. Das ist echt interessant. Erst wenn man das Spiel in seine Extremen pusht, merkt man, wie die einzelnen Kämpfe wirklich aufgebaut sind vom Spawnverhalten. Da merkt man dann erst, welcher Kampf welche Gegner wann spawnt. Wenn man sagt, spawnen alle gleichzeitig, aber das sind nur 5. So, denn ist der Kampf anders, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Und das ist interessant. Finde ich gar nicht uninteressant. Finde ich interessant. Jetzt habe ich es dreimal gesagt. So, das Schild nehmen wir mit, weil... Wie viel haben wir? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe die Taste nicht gefunden. Kamera! So. Nur wegen der verdammten Kistenstapel. Nee, wie gesagt, als ich das in Griechenland mal probiert habe, ich ganz schön aufs Maul gekriegt. Aber halt ein netter Effekt, den wir jetzt eben auch hatten, war halt, dass die Kampfmusik immer bestehen bleibt. Und dass ich die sehr coole Kampfmusik aus dem ersten Kampf in Griechenland auch noch im Tempel hatte. Nachdem der Löwenkampf immer noch diese Musik hatte und dann war ich im Tempel und hatte immer noch den Combo. Von daher, das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um sich eine Kampfmusik beizubehalten, wenn man die besonders gut findet. So, die Piraten hier machen, glaube ich, keine großen Probleme. Das sind nur ein paar... Kann man die überhaupt Umgebungsrömer nennen? Die Piraten sind ja keine Römer, oder? Hat ein Pirat überhaupt irgendeine Landeszugehörigkeit? Ich weiß nicht. Also wahrscheinlich nicht, ne? Ein Outlaw? Jetzt hier irgendein... Wir können doch genauso gut einen Cowboy nehmen oder sowas. Obwohl nicht unbedingt. Aber mehr so ein... Ja, auch kein Pferdedieb. Einer, der so losrennt und einen Zug überfällt. Hat der eine Zugehörigkeit? Zu irgendeinem Land? Ja, zu einem Land bestimmt. Aber könnt ihr sagen, er kommt aus einer bestimmten Stadt? Oder sind die so... Sind das so eine... Man kann ja nicht sagen herrenlos. Das klingt wie ein Hund. Aber ich meine einfach... ja, keine Zugehörigkeit praktisch. Die haben keine Herkunft. Gibt es sowas? Mann ohne Herkunft? Ich muss da immer an das erste Assassin's Creed denken und Altair Ibn Lahat. Das ist ja sein vollständiger Name. Und das bedeutet übersetzt keines Mannes Sohn. Und vielleicht gibt es da sowas ähnliches wie keines Landes Kind.
was gar nicht so doof klingt. Oder? Ich meine, es klingt schon ziemlich doof, aber jetzt nicht so dramatisch. So, kommt man an der irgendwie... Nein, da kommt man nicht vorbei. Ich wollte gerade überlegen, kommt man da nicht irgendwie vorbei, aber nein, scheinbar nicht. Oh, guck mal, hier ist die Sphinx. Ist mir gar nicht aufgefallen. Obwohl, wahrscheinlich nicht die echte. Dafür ist sie ein bisschen klein. Aber ich dachte eben, das ist doch hier... Eine Pseudo-Sphinx in Ägypten. Und direkt neben der Pyramide. Ich meine, ich war noch nie in Ägypten. Was soll das denn jetzt? Und dann kommt jetzt der Obelix-Kampf? Nee. Doch, jetzt kommt der Obelix-Kampf. Nee, ich meine, ich war noch nie in Ägypten, aber ich glaube so diese Darstellung, die man hat von der Sphinx, die direkt neben der Pyramide steht, das ist gar nicht so, ne? Die sind, glaube ich, ziemlich weit auseinander. Okay, es wird tatsächlich zu Obelix gewechselt und wir müssen den Obelix-Kampf mit Obelix machen. Das ist etwas, wo ich überlegt hatte, ob wir überhaupt Obelix bekommen. Oder ob das Spiel sagt, warum solltest du zu Obelix wechseln? Aber tatsächlich, der Kampf ist mit Obelix. Und plötzlich in dieser Stelle spielt er sich wieder schlecht. Er macht den... Oh, ja, da war eben der dritte Schlag wieder. Aber da nicht. Komisch. Das ist irgendwie... Der ist irgendwie weggeglitscht an manchen Stellen, aber nicht an allen. Manchmal ist auch nur ein Schlag dabei, ihr seht das. Obelix funktioniert in manchen Levelabschnitten besser als in anderen. Ganz seltsam. So, jetzt machen wir absichtlich nicht die Trittfalle. Ich glaube, das sind 83 im Original. Wer weiß, warum diese seltsame Zahl. Aber ihr wolltet, dass ich mich foltern lasse. Ein bisschen Leid muss ja auch sein. Und ich weiß nicht, wie sich der Kommentar ausgedrückt hat. Ich weiß nicht. Ein bisschen Leiden muss auch sein. Den Obelix-Kampf nochmal. Aber auch hier, es scheint weniger Gegner am Leben zu sein, als in der Original-Pesti-Edition. Was, durchaus bemerkenswert ist. Wir hatten hier eine viel höhere Kampfdichte in dem anderen Kampf. Da bin ich mir sicher. Gut, hier die Piraten machen, glaube ich, sogar den Großteil an Gegnern aus. Müssen wir gleich mal gucken, was passiert. Unten sind jetzt drei Legionäre, ist auch seltsam. Oh ja! Das... Oh Gott! Das sieht... Mann, ey! Das sieht doch schon mal anders aus als im Original. Aber trotzdem... Es ist tatsächlich nicht meine Fresse. Ah. Es ist auf jeden Fall genauso ärgerlich und grausam wie immer. Ah. Man kommt besser durch, ja, aber es ist genauso furchtbar. Ich hasse jeden Moment. Ah. So. Ah, da kommen ja doch noch mehr. Hallo, Römerlein. Ich meine, ihr seid wenigstens... Guck mal, wie Obelix sich verprügeln lässt, wollte ich sagen. Wie er sich aufspießen lässt. Wie eine Sau am Buffet. Wer irgendwie den Bezug... Okay, Moment. Jetzt sehe ich gerade nichts, weil mein Monitor... mein Monitor will sich immer nach 4 Stunden automatisch ausschalten, um die Bildpunkte zu schonen. Und, der erkennt die Quelle von dem Videospiel nicht als Interaktion an. Das ist so wie wenn man eine Konsole an den Fernseher anschließt und dann sagt er nach 4 Stunden, oh, jetzt gehe ich aber aus. Und er so, nein! Nur weil ich die Fernbedienung nicht benutzt habe, das macht mein Monitor. Und dann ist genau in der Mitte vom Bildschirm so ein riesiges Fenster, was sagt, hey, pass auf, ich gehe gleich aus, wenn du nicht in 60 Sekunden okay drückst. Und es füllt irgendwie die Hälfte des Bildschirms aus. Und da habe ich eben nichts mehr gesehen. Das ist auf der Aufnahme natürlich nicht drauf, weil das nur der Monitor wiedergibt, nicht meine Grafikkarte. Aber das ist... ziemlich nervig. In der Situation konnte ich nicht zur Fernbedienung rübergreifen und den ausmachen, dieses Symbol. Diese Nachricht. Oder sie bestätigen praktisch. Lange Erklärung für etwas, was ihr bestimmt sehr schnell verstanden hattet. Keine Piraten! Deshalb bin ich eigentlich hier hingegangen. Ich dachte, hier spawnen doch sonst Piraten. Normalerweise, wenn man reingeht und den Lorbeerkranz hier holt, würde ich bin jetzt mal ganz zum Ende gegangen. Nö, keine Piraten. Na schön. Seltsam. Aber auch an der Stelle spawnen sie wahrscheinlich so oder so normalerweise alle mit einem Mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier ein richtiges Spawnverhalten drin ist. Wie in einem notwendigen Kampfriegelkampf. Weil es dafür nicht wirklich einen Grund gibt. Es ist eigentlich... Eigentlich ist es an der Stelle relativ egal. Wir wollen jetzt nur mal zusehen, dass ich noch zu den Lava-Höhlen komme, ohne mich umzubringen. Ich wollte eigentlich nur noch ein paar von diesen Schilden haben, aber irgendwie sind mir keine gegönnt. Bei jedem Versuch, ein Schild zu bekommen, verliere ich nur noch eins. Es wäre natürlich auch super, wenn ich irgendwann ein Schild wieder bekäme,
dann ist ja die Gesundheit sofort aufgefüllt. Aber irgendwie gönnt mir das keiner. Und mir gönnt auch keiner Punkte. Irgendwie war das total für den Arsch. Das war eine richtig schlechte Performance. Das war echt schlecht. Aber es ist auch egal. Es ist völlig irrelevant. Wir brauchen die Punkte nicht. Wir gehen jetzt weiter. Jetzt müssten wir eigentlich in diesen komischen, in diesen kleinen Strandbereich kommen. Jetzt muss Idefix noch drauf. In diesen kleinen Strandbereich kommen, wo gleich der Druide ist, wo wir die Römer im Wasser bekämpft haben. Ja, tatsächlich. So, mal gucken. Ich glaube, das sind im Original nur 20 oder sowas. Deshalb dürfte der Unterschied hier nicht sonderlich groß sein zum Randomizer. Ich sag jetzt immer zum Randomizer, obwohl wir immer noch im Randomizer drin sind. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, der Unterschied ist nicht sonderlich groß, einfach weil die Anzahl der Gegner relativ gering ist. Na gut, wir wollen mal gucken. Der 90er-Kampf ist bestimmt nochmal schön mit anzusehen. Und wenn wir, ich meine halt die Lava-Höhlenkämpfe sind bestimmt nochmal schön anzusehen. Und wenn wir die gemacht haben, gehen wir einfach nochmal nach oben. Jetzt können wir hier auch wieder einen großen Teil überspringen. Obwohl, ich sag mal, oh, einen großen Teil können wir hier überspringen. Das ist ja gar kein großer Teil. Da hinten warten noch 3 oder 4 Centurio-Kämpfer, Legionär-Kämpfer, Gladiatoren-Kämpfer. 4 warten hier. Njong, zusammengeschoben und Stereo-Kloppe. Haha! Oh, sogar in der Luft geblieben und sein Schild durchbrochen. Fantastisch. Okay, cool. Dann gehen wir gleich weiter, weil hier fangen jetzt, glaube ich, die Lava-Höhlen an. Müssten sie eigentlich. Das ist einer... Die Kämpfe sind eigentlich am deutlichsten, wenn es um dieses Spawn-Verhalten geht, weil ja der zweite dieser 90er-Kämpfe, einer ist ja 80, da sind ja von Anfang an nur ein einziger Gegner da. Hier sind es ja nur 3. Also von daher, es ist sehr deutlich, wenn die anderen Gegner spawnen. So, ich habe noch ein Combo, das ist gut. Ich will ihn aber erstmal aufbauen, damit ich nicht ein Combo mache und plötzlich ist mein Combo weg. Wisst ihr, wie ich meine, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Ich muss erstmal mein Combo aufgebaut halten. So. Oh Gott, das war knapp. Ich bin gerade so an den Rand gekommen. Ich kann mich erinnern, dass ich auch ein paar Mal in die Lava gestoßen wurde. Und guck mal, es sind wieder relativ wenige. Weil es eigentlich gar nicht so viele Gegner sein sollen. Natürlich nicht alle gleichzeitig, aber es sind gar nicht so viele hier. Dafür müssten wir gleich eigentlich von normalen Legionären überrannt werden. Ja, da sind sie. Und Centurius. Ha, hallo. Dann kann ich mir wenigstens noch mal ein bisschen Gesundheit holen. Ja. Mann, das dauert immer lange, bis das gespawnt wird, diese Gesundheit. Das wäre echt cool, wenn man die Gesundheit augenblicklich bekäme. Sobald der Gegner besiegt ist und sie nicht erst aufsammeln muss. Das ist auch so etwas, was so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, ne? Dass man den normalen Loot von Gegnern aufsammeln muss. Also ich meine so eine Sachen wie gedroppte Helme oder sowas. Ich meine, klar, wenn ich in einem Rollenspiel einen Gegner besiege, dann muss ich den erstmal danach looten. Aber so diese Punkte einsammeln. Oder erinnert euch mal an Fable, wo man noch Erfahrung aufsammeln musste. Sowas gibt es heute gar nicht mehr, ne? Niemand sammelt Erfahrungskugeln auf. Ich meine, wozu? Wer ist denn auf diese seltsame Idee gekommen? Das ist so etwas, was Fable macht, was kein anderes Spiel macht. Wo man sich fragen muss, warum? Das ist so seltsam. Ich meine, God of War hatte es auch. Aber der Einsammelradius in den ersten 3 God of War Teilen, wo man Erfahrung einsammeln musste. Obwohl im dritten weiß ich gar nicht, ob es da auch so war. Doch, wahrscheinlich schon. Ich meine, da war der Einsammelradius so groß, dass es kaum einen Unterschied gemacht hat, wo man steht. Man war gar nicht dazu in der Lage, dem irgendwie zu entkommen. Man hat die automatisch eingesammelt. Eigentlich wollte ich ein bisschen Energie haben, aber wir haben fast 3, ist okay. So, den meinte ich hier, ein einziger Gegner. Und gleich, da werden wir schon geswarmt. Da werden wir geswarmt von den... Oh Gott! Meine Fresse. Diese scheiß kleinen Piraten, die sind so gefährlich, weil man sie wahnsinnig unterschätzt. Man denkt so, ja, die verteidigen sich nicht und die halten nur 3 Schläge aus. Aber sie sind, glaube ich, ein bisschen schneller als normale Legionäre und greifen halt 2-mal an. Und wenn man denn in so einer Masse drin steht, oh weh, da kann man sich aber gehörig vertun. Da kann man sich echt mächtig irren, wenn man denkt, man hat die Oberhand. Okay. Das war hier schon mal relativ gut.
Und jetzt kommt nochmal. Oh, boah! Habt ihr gesehen? Alle gleichzeitig. Alle auf einem Haufen. Alter, wie viele das waren. Da hat man. Oh Gott. Man hat ja praktisch gar nicht die einzelnen Charaktere stehen sehen, sondern man hat nur gesehen, dass die sich irgendwie überlagern. Das ist ultra gruselig, wenn man hier so einen Haufen Centurios hat oder sowas. So halt wie in dem Tausenderkampf. Das ist eine gruselige Sache. Deshalb glaube ich ja fast, dass der 200er-Kampf in Rom nach dem Tausender immer noch ein Problem sein wird, weil da ja ein Centurion nur dann spawnt, wenn ein anderer Centurion besiegt wurde. Es könnte sein, dass dieses Spawnverhalten gar nicht überschrieben wird und wir da 200 Legionäre bekommen. Oder 150, aber dann noch 50 Centurios, die alle nur einzeln spawnen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, inwieweit das überschrieben wird. Vielleicht wurde es auch einfach komplett überschrieben. Keine Ahnung. Wir werden das sehen. Wir werden das gemeinsam herausfinden. Aber das hier war ziemlich cool. Gerade diese unterteilten Kämpfe, wenn man nur noch einen Gegner besiegt und dann rums, dann kommen sie alle angerannt. Richtig so, irgendeiner bläst dann zum Angriff und dann rennen alle gleichzeitig raus. Ein interessantes Spawnverhalten, aber eigentlich sehr seltsam. Macht nicht wirklich Sinn. Die einzige Erklärung, die man haben kann, sie wollten halt nicht, dass Piraten und Römer Seite an Seite kämpfen. Weil das lorebrechend ist. Tja, und dann irgendwie 15 Jahre später kommt Asterix und Obelix, slap them all, und sagt, scheiß auf Lore, alle kämpfen zusammen. Räuber, Piraten, Centurios, Legionäre, ihr seid alle auf der gleichen Seite. Ihr hasst Gallia, also könnt ihr auch zusammen kämpfen.